Jetzt gucken wir das Video von TJ noch zum Abschluss. TJ trägt Spark, was ich für eine sehr erhabene Lebensentscheidung halte. So, und los geht's. Es ist leider wieder Zeit für so ein Video. Wir schauen uns heute den Buchautor, YouTuber und mutmaßlichen Sektenführer Steffen Ostwald an. Dazu kurz im Vorfeld, ich mache dieses Video hier nicht einfach, um jemanden grundlos zu zerstören, das ist hier nicht meine Intention, sondern vor allem, um Frauen vor dieser Person und weiteren mit ähnlichen Maschen zu warnen. Und jetzt schon mal Triggerwarnung, es wird heftig. Es geht gleich um emotionale Manipulation, sexuellen Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung. Es geht um Familienmitglieder, die Angst um ihre Geschwister haben. Was stand da? Er hat Angst um die Schwester und sie wollte sie schon super lange dort rausholen. Familienmitglieder, die Angst um ihre Geschwister haben. Es geht um Narzissmus, Strafprozesse, nicht... Leute schreiben Triggerwarnung. Leute, Triggerwarnung wurde gerade auch ausgesprochen von TJ. Nicht freiwilligen Drogentrips. Ach so, wegen Titel, Stream-Titel, Triggerwarnung. Haben die Mods gemacht offensichtlich, schreiben Leute. Dem Einschüchtern, Beleidigen und Bedrohen von potenziellen... Also gerade wurde von TJ eine Triggerwarnung gesagt. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal wiederholen. Und im Stream-Titel scheint es jetzt auch drin zu stehen. Opfern, dieser Punkt wird gleich wirklich anders widerwärtig, und einem fucking krankhaften Weltbild. Und weil ich viele dieser Sachen nicht glauben konnte und mir auch nochmal selber ein Bild machen wollte, habe ich Steffen und Thea unter falschem Vorwand zu mir in die Show eingeladen. Auch wenn ich krass von Opfern der beiden gewarnt wurde, weil halt eben vermutet wurde, dass die beiden mich und auch mein Umfeld angreifen werden, was sie dann sogar auch getan haben. Halt meine eigene, also ich, mir die auf die F***e gehauen für die Nummer. Ich dachte auch, Jotta wäre mit seinen Aussagen... Alter, allein so ein Satz, ne? In Kreuzberg hätte man dir auf die Fresse gehauen. So, was ist das für ein Satz alleine? Nicht mehr zu toppen. Leider wurde ich vom Gegenteil überzeugt. Heute geht's um den Fall Steffen Ostwald. Ganz kurz im Vorfeld, ihr werdet heute des Öfteren so Wörter wie potenziell oder mutmaßlich vor Behauptungen hören. Das liegt halt eben daran, dass Teile der Kritik, die ich heute äußern werde, Anschuldigungen von Frauen sind, die aber ihre Anschuldigungen leider nicht zu 100% beweisen können. Warum aber meine persönliche Meinung sehr eindeutig ist... Ja, das ist dann, also rechtlich ist man damit dann auch nur clean, ne? Also man, wenn jemand nicht verurteilt ist und man kann etwas nicht beweisen, dann muss man rein rechtlich gesehen... mutmaßlich sagen, ne, wenn die Anschuldigungen da sind. Das ist auch besser für TJ, dass er das so macht. Werdet ihr gleich sehen. Ich habe dieses Video hier in 6 Kapitel unterteilt. Erstmal, wer ist überhaupt Steffen Ostwald? Von seiner potenziellen Sekte zu seinen stark narzisstischen Zügen, seiner empathischen Erektion, seinem Buch, wer Thea ist... Empathische Erektion. ...bis hin zum Drill Sergeant. Zweitens... Okay. Kranken Weltansichten. Um zu checken, wie dieser Mann handelt, muss man erstmal verstehen, wie er überhaupt denkt. Und seine Aussagen zu Homosexuellen und Juden sind gleich anders kritisch. Wenn der ankündigende Satz lautet, seine Ansichten zu Homosexuellen und Juden sind anders kritisch, was ist Drill Sergeant, fragt Chat. Ich weiß nicht, was. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Drittens, Manipulation. Wie er es schafft, Frauen so zu manipulieren, dass sie das tun, was er möchte. Viertens, Anschuldigungen von Frauen. Eine Menge Frauen haben Anschuldigungen gegen Steffen erhoben. Es gibt eine Opferhilfsgruppe. Und Chat sagt, das Video wird mit jedem Kapitel schlimmer. Oh mein Gott. Und es gibt sogar mittlerweile öffentliche Videos von potenziellen Opfern gegen Steffen Ostwald. Fünftens, Umgang mit Kritik. Und da auch schon mal Triggerwarnung. Das ist wirklich das Widerwärtigste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was dieser Mann, beziehungsweise was die beiden da teilweise tun, ist einfach nur krank. Und am Ende noch das Fazit. Aber starten wir erstmal damit, wer Steffen überhaupt ist. Wie kam ich überhaupt auf Steffen Ostwald? Vor einer Weile habe ich durch Zufall auf ein Video von Thea reagiert. Thea ist eine der Frauen, die aktuell bei Steffen in seinem Haus wohnt. Generell kommt es dort öfters vor, dass mehrere Frauen mit Steffen in seinem Haus wohnen. Die letzte konnte aber mit Hilfe ihrer Familie aus diesem ganzen Konstrukt entfliehen. Also nicht falsch verstehen, man würde jetzt nicht irgendwie physisch eingesperrt oder sowas, aber halt schon sehr doll emotional, so wie ich es verstanden habe. Auf jeden Fall habe ich dann auf ein Video von Thea reagiert, einfach weil es so einen absurden Namen hatte. Unsere neue Freundin kommt zurück. Ja, was ist das wohl für ein F-Wort?
Und dann haben die sich halt teilweise zu meiner Reaction geäußert, dann habe ich mich wieder zu deren Äußeren geäußert. War halt einfach so ein lustiges Hin und Her und ich habe mir auch nicht viel dabei gedacht, to be honest. Aber was man halt sagen muss, ich habe denen und auch Steffen halt wirklich eine Menge Reichweite geschenkt. Aber mit steigender Reichweite kamen dann auch immer mehr Kritikkommentare zu meinen Reactions. In den Kommentaren standen dann Sachen wie: Du gibst ihnen Reichweite und die Möglichkeit, weiter Frauen zu traumatisieren. Es gibt bereits eine Selbsthilfegruppe von Menschen, die über Erfahrungen hinwegkommen wollen. Frauen, die von Manipulation, Drogenkonsum und von ziemlich heftigen Methoden sprechen. Thea und Steffen sind Narzissten, die Frauen in die psychische Abhängigkeit treiben und Menschen auf übelste Art und Weise manipulieren. Und erstmal auch vielen Dank an meine Community, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Das war wirklich wichtig. Achso, das heißt, DJ hat am Anfang gedacht, so, ey, ist alles all fun and games, so, die labern ein bisschen dumme Sachen und das ist halt unterhaltsam, deswegen kann man ja reacten, aber wurde dann von seiner Community darauf aufmerksam gemacht, dass es natürlich kritisch ist, weil das sehr, sehr kritisch ist, was diese Leute da machen oder was dieser Typ da macht und man ihm keine Aufmerksamkeit geben sollte. Nachdem ich dann die Kommentare gelesen habe, habe ich halt eben angefangen zu recherchieren und was mich da erwartet hat, hat mich schon irgendwie verstört. Werdet ihr gleich noch alles sehen. Aber auf jeden Fall wusste ich, ich kann auf keinen Fall mehr auf diese Videos reagieren und ich muss die Leute aufklären, was hinter dieser scheinbar lustigen Fassade steckt. Dazu kommen wir jetzt, wer Steffen überhaupt ist. Steffen hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Sexualtherapeut. Und im Vorfeld schon mal, ich finde dieses Buch komplett gestört und einfach nur krank. Da wird zum Beispiel von einer 10.000 Volt Erektion gesprochen und sowas. Klar, kind of funny auch, aber dort sind auch wirklich krank gestörte Sachen im Buch drin. Aber was das Buch vor allem beinhaltet, ist eine scheinbar schnelle Lösung deiner mentalen Probleme. Er beschreibt, wie er Frauen, denen es durch verschiedenste Umstände mental kacke geht, eben therapiert. Und so wollte unter anderem Svenja diese Dienste entgegennehmen und berichtete in ihrem Video über Steffen Folgendes. Die Variante, die Steffen angeboten hat mit seiner Philosophie und seiner Lehre, die war natürlich auch sehr verlockend. Doch dass es so diese schnelle Lösung gibt. Hey, damit kommst du schneller zum Ziel. Und du kannst eigentlich dein Trauma voll vergessen und deinen ganzen Schmerz und du kannst einfach direkt zur sexuellen Ekstase gehen und in deine Größe gehen und in deine Göttin oder was auch immer für ein Archetyp da gerade benutzt wurde, um sich zu bereichern an der Verletzlichkeit einer Frau, einer traumatisierten Frau. Und hier beginnt die große Problematik, weil Steffen ist, so wie man es halt... Digga, das ist schon so unangenehm. Das ist auf so vielen Ebenen schon so unangenehm. Eben fremd diagnostizieren kann, scheinbar ein Narzisst. Der, so wie ich das halt verstehe, nur an sich und seine eigenen Bedürfnisse denkt. Also Real Talk, er entspricht wirklich allen Verhaltensmustern eines Narzissten. Erkläre ich euch aber in Punkt 5 später. Die wichtigste Sache, die man aber bei Steffen wissen muss, ist, dass er immer über seine empathische Reaktion redet, beziehungsweise davon schwärmt. Aber was bedeutet das? Im Grunde sagt er, dass er nur einen Hoch bekommen kann, wenn die Frau wirklich zeigt, was sie möchte, beziehungsweise wenn sie zeigt, dass sie ihn möchte. Steffen erklärt das so. Kommt das Thema der empathischen Erektion. Ich leide an HSP, hochsensible Persönlichkeit. Ich bekomme nur eine Erektion, wenn die Frau in ihrem souveränen Diva-Sein ist. Also er behauptet Realtalk die ganze Zeit, dass er... Aha. Das heißt sozusagen, er sagt, wenn du... Boah, das heißt, wenn du die Kausalkette jetzt so siehst, ne, dann kannst du ja auch sagen, er zeigt der Frau, wenn du mir sozusagen einen harten machst, dann bedeutet das, dass du weitergekommen bist in dir. Das heißt sozusagen, er, boah, das ist echt abgefuckt, ne? Er koppelt sozusagen den mentalen Erfolg des anderen mit seiner Erektion. Er sagt, das eine geht nicht ohne das andere. So, ne? Also die Erektion geht nur, wenn du mental weiterkommst, was ja dann auch bedeutet, wenn du ihm eine Erektion machst, dann ist es voll gut, weil du hast innerliche Fortschritte gemacht. Das ist was voll Gutes, das ist was Anstrebenswertes für dich, das zu schaffen. Boah, Digga. Boah. Wirklich nur einen Hoch bekommen kann, wenn die Frau in ihrer Mitte ist, wenn sie gerade ist, wenn sie wirklich zeigt, was sie will. Und auch Viagra soll bei Steffen nicht funktionieren. Also Viagra an sich funktioniert bei Steffen nicht. Also wenn er eine Pille nimmt und ich nicht Kraft freilasse, ihm eine Erektion. Also er hat, also ganz kurz, er nimmt Viagra. Also das haben wir jetzt verstanden, oder? Also,
das Wording war, Viagra an sich wirkt bei ihm nicht. Was ja irgendwie schon mal die Implikation ist von, er nimmt Viagra. So. Dann sagt sie, wenn er eine Pille nimmt und ich nicht so und so bin, dann klappt das nicht. Was ja wieder die Implikation ist von, er nimmt Viagra. So, also warum nimmt man überhaupt Viagra? Wenn man Erektionsstörungen hat. Chat sagt, er copt einfach mit seinen Erektionsstörungen. Ja, so klingt das, ne? Also, die Implikation von dem, was sie gerade gesagt hat, ist, er nimmt Viagra. Und es ist, also es ist no shade für Leute, die Viagra nehmen, ne? Erektionsstörungen sind ja passiert, ne? Aber du nimmst ja, also, wieso sollte er Viagra nehmen, wenn alles so ist, wie er gesagt hat? Wenn es einfach so ist, so von, hey, ich krieg halt einen hoch, wenn du in der Mitte bist, ja, wieso dann Viagra? Wofür dann Viagra? So, Viagra ist halt dafür da, dass du einen Harten bekommst. Das macht halt, dass du einen Harten bekommst, so, wenn du sonst keinen Harten bekommst. Das heißt, zum einen haben wir jetzt rausgefunden, er hat Erektionsstörungen und nimmt Viagra. Zum anderen haben wir rausgefunden, wenn er dann doch keinen Hoch bekommt, trotz Erektion, kann er den Frauen halt sagen so, es liegt nicht an mir, es liegt an dir. It's not me, it's you. Boah, so vieles daran ist so hart, ne? Also, manchmal auch nicht für ihn, aber sozusagen, das ist schon Five-Head-Move, ne? Viagra zu nehmen und selbst wenn das nicht reicht und du keinen Hoch bekommst, einfach zu sagen, das liegt an dir. Du bist nicht in der Mitte. Das klingt so sehr nach, er copt einfach mit seiner Erektionsstörung. Einfach systemgedribbelt. Oh mein Gott. So mache, kriegt er auch keine Erektion. Behalte das mal ganz kurz im Kopf. Wird später noch wichtig. Dazu zusammen. Ey, alleine bisher ist es schon 5 von 5 Sternen, finde ich, dieses Video. Weil das ist schon einfach funny. Es ist wirklich die Bibel für ihn und Thea. Und er. Also auch hochgradig kritisch, ne? Also es ist nicht jetzt reine Unterhaltung. Es ist hochgradig kritisch auch, ne? Ja, sei der Mist. Also Frauen einzureden so, du bist dann in der Mitte, wenn du mir eine Erektion bringst, das ist schon Junge. Dazu muss ich auch eigentlich gar nicht mehr erklären. Gönnt euch einfach folgenden Ausschnitt. Lest das Scheißbuch, bevor dir irgendwelchen Rotz vom Stapel lässt. Wird dein Leben verändern. Okay. Rotz vom Stapel lässt. Okay, Boomer. Was sind das für ein Wording alleine? Deine Shows verändern die Welt nicht zum Guten. Angekommen, das Buch aber schon. Es hat die Kraft, die Welt zu verändern. Wenn du das Buch liest, geht dir dein Ego und all deine Vorstellungen vom Leben richtig geschissen in den Arsch. Dazu, wenn man sich übrigens mit Steffen treffen möchte, muss man das komplette Buch gelesen haben. Es scheint ein entspannter Typ zu sein, ne? Also, die haben gerade so von der Mitte gesprochen, ne? Dass Frauen in der Mitte sein sollen, ihre Mitte gefunden haben sollen. Ich habe nicht das Gefühl, dass er seine Mitte gefunden hat. Er scheint ein relativ angespannter Typ zu sein. Relativ schnell getriggert. Gar nicht so ein entspannter Typ, ne? Ihm eine mindestens vierstellige Summe überweisen und auch noch eine Bewerbungsmappe schicken. Das Ganze interessant, ja, so finde ich sehr gut. Das Ganze riecht für mich persönlich übertrieben stark nach Sekte. Der klingt nach Halt, Stopp, Andreas. Ja, so ein bisschen, ne? Halt, Stopp! Und er sei dort der Oberguru. Bevor wir aber gleich zu seinen absolut kranken Weltansichten kommen, muss ich noch mal ganz kurz den Drill Sergeant vorstellen. Der Drill Sergeant ist die letzte Instanz des Herzens. Wenn mir eine Person besonders am Herzen liegt, dann werde ich auch mal lauter. Ja. Und sag, guck dir deine Scheiße an, Flachbirne. Jetzt spreche ich auch immer mit den Leuten, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist auch immer meine Art. Wenn ich so richtig Leute so richtig mag, so richtig, das sind so meine Lieblingsmenschen, dann sage ich auch immer, Flachbirne. Guck dich doch mal an. Digga, alles tut weh. Aua, 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 aua. Ich weiß nicht. Also, Kommunikation at its best, sagt Chat. Ja, ja.
Aber nur bei den, das ist halt wirklich krass, wie er so Sachen twistet. So, er hat Erektionsstörungen, aber sagt nicht, ich habe Erektionsstörungen, es ist nicht bei ihm, sondern es sind die anderen. So, die anderen müssen ihre Mitte finden. Er hat Aggressionsprobleme, ne, aber sagt nicht, ich habe Aggressionsprobleme, bin schnell zu triggern und raste dann aus, sondern nee, das ist nur, weil das ist in meinem Herzen die letzte Instanz und es ist so, weil du mir so wichtig bist. So. Er hat einfach Issues im Leben, aber sagt so, das sind keine Issues, das ist Erhabenheit. Das ist schon einfach ein geiler Move. Also kein geiler Move, es ist ein sehr unterhaltsamer Move, weil es so wack ist. Kriegst du keinen mehr hoch oder was zu einer Frau, okay? Natürlich ist das eine Schmach für sie. Hey, ich dachte, er kriegt keinen mehr hoch. Hä? Sie. Also der Drill Sergeant kommt halt eben. Wieso sagt er zu anderen, dass andere keinen... Warum sagt er zu Frauen, du kriegst keinen mehr hoch? Ey, das ist... Also ich frall's nicht mal. Geben raus, wenn man nicht das machen möchte, was Steffen will. Also sie kriegen... Weil er keinen hoch kriegt, sagt er zu anderen, du kriegst keinen mehr... Ich reiz nicht. Beziehungsweise eine andere Meinung hat als er. Ist halt dazu da, um Leute ein... Chat sagt, Erektionsstörung durch Lautstärke kompensieren. Zu schüchtern. Ja, aber es ist die letzte Instanz des Herzens. Was will man machen? Und durch eine starke Autorität zu Dingen zu bewegen, die sie halt eigentlich gar nicht machen wollen. In der Praxis kann das dann so aussehen. Ja, weil... Was soll die Scheißfrage? Warum lügt man? Schieb dir doch deine Show in den Arsch. Und wälz dich in deinem Geld und sterb unglücklich. Jetzt hast du einen Drill Sergeant. Geil. Aber ich bin glücklich. Voll vergeigt. Mann, TJ, was steckt dir denn? Unglück, Mann! Schieb dir doch deine Show in den Arsch und wälz dich in deinem Geld und. TJ, wälz dich doch mal in deinem Geld. TJ, an der Stelle, das muss ich ja auch, das wollte ich ja schon immer mal sagen. Wälz dich doch einfach mal in deinem Geld, TJ. Mann. Sterb unglücklich. Ich kann's nicht mehr sehen. Jetzt. Sind das. Ist jetzt gar nicht abfällig gemeint, ne? Aber sind das. Bewusste Moves, dieser Nacken-Move von ihm, den hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht. Und wälz dich in deinem Geld und sterb unglücklich. Warte, der da. Jetzt hast du einen Drill Sarge. Dieser Nacken-Move, ist es kontrolliert oder unkontrolliert? Also ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, ne? Deinem Geld und sterb unglücklich. Jetzt hast du einen Drill Sarge und geil. Ja, aber ich bin glücklich. Voll vergeigt. Erzähl's deinem Herz. Ja, aber was ist jetzt, wenn ich. Denke, das ist eher ein Tick. Ja, es wirkt eher wie ein Tick, ne? Kollege! Bitte, ist das dein Ernst? Dazu muss man noch bei Steffen wissen, es dreht sich alles um Sex. Sex ist das große Endziel für ihn und scheinbar auch jeden Menschen auf der Welt. Und es klafft ein innerer Dialog auf. Oh, wenn ich jetzt in meinem Ich kann das nicht, ich will das nicht Modus bleibe, erreiche ich mein wirklich heimliches Ziel nicht. Und das ist Sex. Schön, kann ich nochmal sehen, wie er auf seine Lippe gebissen hat. Modus bleibe, erreiche ich mein wirklich heimliches Ziel nicht. Weiter geht's. Und das ist Sex. Aber es ist ja nicht von jeder Person im Leben das Ziel Sex. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Also ich spreche nur aus... Es gibt ja zum Beispiel asexuelle Menschen. Was ist mit denen? Stelle ich ganz massiv in Frage, ob das wirklich so ist. Ihr habt hier... Ja gut, wenn er das in Frage stellt, dann ist es erstmal eine Sache, die man in Frage stellt. Entschuldigung. Dass es Leute gibt, die es anders empfinden als ich, wow. Nein, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Jemand schreibt im Chat, ich bin asexuell und existiere nicht. Ja, genau. Also ich stelle mal ganz stark in Frage, ob du existierst. Ob du wirklich asexuell bist. Du hast nämlich nur noch nicht deine Mitte gefunden. Ich habe hier gerade eine Aussage gesehen, die kritisch zu beurteilen ist. Und davon gibt es noch eine Menge weitere, die ihr jetzt gleich im nächsten Kapitel sehen werdet. Sucht euch am besten jetzt schon mal etwas, was ihr aus Verzweiflung fallen lassen oder aus Wut gegen die Wand werfen könnt. Ey, Guys, wir lachen hier alle drüber, aber eigentlich ist das sehr, sehr abgefuckt. Ne? Wir müssen uns immer vor Augen halten, das ist zwar unterhaltsam, weil es so lächerlich ist, aber es ist nicht Unterhaltung, es ist ein kritischer Typ so, ne?
Steffen ist nicht nur der Meinung, es gäbe keine asexuellen Menschen. Nein, es gibt in seinem Weltbild auch keine homosexuellen Menschen. Sie würden laut ihm nur ihren Film fahren. Naja, aber es gibt ja auch Frauen, die halt null auf Männer stehen, zum Beispiel. Also so. Ja, man kann das, was man nach außen hin postuliert und sagt, ist eine Sache. Was aber wirklich ist, ist eine andere Sache. Das weiß er gut, weil er sagt nach außen, dass er keine Erektionsstörung hat, sondern es nur an der Mitte der Frauen liegt. Aber was wirklich ist, ist eine andere Sache. So, ich meine, damit scheint er sich ganz gut auszukennen. So, ne? Das ist schon ein Fuchs, der kennt sich ganz gut aus. Mit so einer Fassadengeschichte. Ja, Mann. Oh Mann, oh Mann, 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 Mann. Ja, ich finde auch, also asexuelle Leute und homosexuelle Leute gibt es nicht. Das ist nur eine Fassade. Das sagen die nur so, dass das so ist, ne? Das sagen die nur so. Also ich konnte das dann überhaupt nicht glauben und dann wirklich nochmal explizit mehrfach nachgefragt und er droppt darauf einfach sowas. Naja, aber es gibt ja Leute, die nicht auf Frauen stehen oder nicht auf Männer stehen oder auf irgendwen stehen. Ganz, ganz liebe Grüße an deine Mom. Das ist ja todessweet. Ist ja todessweet. Ey, so sweet, so sweet. Es ist ja mega geil. Alle immer 5 Sterne geben. Alle immer 5 Sterne geben, denn das ist erhaben. Du meintest gerade, es gibt keine wirklichen... Hatte ich die Geschichte erzählt mit dem, dass mir jemand das gezeigt hat? Ich hatte es im Podcast, glaube ich, erzählt, aber im Stream nicht. Für die Leute, die den Podcast nicht gehört haben, was schon absurd wäre, weil dann hört ihr den Podcast noch so, ne? Aber letzte Woche ist mir echt passiert, dass ich auf der Straße so lang gegangen bin und jemand einfach, so du kannst ja, wenn du den Podcast auf Spotify hast und dann auf die Sterne klickst, dann siehst du ja, wie viele Sterne du gegeben hast, so, ne? Und das hat der einfach hochgehalten. Also der hat einfach, warte. Der hat einfach das so hochgehalten. Das war das, was hochgehalten wurde. Und einfach dabei genickt. Also ist an mir vorbeigelaufen, so ich bin da so lang gelaufen. Und er ist auf dem Bürgersteig in eine andere Richtung. Hat er einfach hochgehalten und so genickt dabei. Das war das Coolste. Das war das Coolste, was ich je erlebt habe in meinem Leben. Ich glaube, selbst wenn ich Kinder kriege, wird das immer noch das beste Erlebnis sein in meinem Leben. Völlig egal. Hochzeit, Kinder kriegen alles so zweitrangig hinter dem Erlebnis. Das ist das Erlebnis. Ja, Mann. Ja, Mann. Not all heroes wear capes. Genau so. Genau so. Oh Gott. Lesben. Also du meinst, dass jede Frau auch auf Männer steht. In sich drin und gibt es aber nicht zu. Oder wie verstehst du? So, warte, wir müssen noch mal kurz ein bisschen nach hinten gehen, damit wir wieder Kontext haben. Es gibt keine wirklichen Lesben. Wie geht das mit den Sternen? Was? Wie man bewertet? Hä? Wie man bewertet? Hier oben, da ist ein Knopf. Und da klickt man drauf. Und da sind die Sterne. Da kannst du 5 Sterne geben. Wow! Ganz, ganz easy. Das ist ganz, ganz easy. Und das machen alle coolen Leute. Alle coolen Leute. Also du meinst, dass... Du meintest gerade, es gibt keine wirklichen Lesben. Also du meinst, dass jede Frau einfach so auch auf Männer steht. Einfach so casual. Du meinst, es gibt keine Lesben. Einfach so casual dazu. Ja, klar. In sich drin und gibt es aber nicht zu. Oder wie verstehe ich das? Die tiefste Wahrheit der Urnatur, ja. Also es ist auch bei Männern so, dass halt es keine homosexuellen Männer gibt. Ja. Und ich habe dann wirklich nochmal nachgefragt, weil klar, leider hat jeder schon mal Schwulenfeindlichkeit irgendwie erfahren müssen. Aber einfach zu sagen, ja, nee, die gibt es nicht, ist halt nochmal ein komplett anderes Level. Und der droppt darauf einfach sowas. Aber die Urnatur, wenn sie hört, da ist ein empathischer Schwanz. Oh, macht das was. Warum muss er sich immer auf die Lippe beißen? Es muss wirklich nicht sein, Leute. Das muss wirklich nicht sein. Ja, aber es gibt ja... Also bei dem Thema gibt es ja ganz klar biologische Ansätze auch, dass du sogar teilweise in der Genetik feststellen kannst, ob zum Beispiel die Chance bei dem Kind mehr besteht, ob sie lesbisch oder homosexuell oder was auch immer wird. Keine Ahnung, das sind schulwissenschaftliche Konzepte. Die sind ja egal. Also, ich hab... Oh mein Gott. Wie kann jemand auf der einen Seite völlig casual einfach sagen, nee, Lesben gibt es nicht. Nee, gibt's nicht. Und wenn du dann sagst, ja doch, also wissenschaftlich ist ziemlich klar, dass es Lesben gibt, so. Einfach zu sagen, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus.
So, also nicht zuzugeben, dass man sich mit einer Sache gar nicht auskennt, aber dann völlig vehement diesen Standpunkt, diesen absurden Standpunkt zu vertreten. Nee, Lesben gibt es nicht. Ja, aber ist doch wissenschaftlich klar. Ja, keine Ahnung. Ich kenne mich nie aus. Ich kenne mich nur mit so, was ich halt mal in ein Buch geschrieben habe, aus. Ja, clap, clap. Geil, Digga, geil. Die einen Haufen Geld bringen. Querdenker-Aussagen. Nochmal was? Schulwissenschaftliche Konzepte. Die einen Haufen Geld bringen. Was? Das Konzept? Warte. Nochmal. Habe ich es gerade richtig verstanden? Das Konzept, dass es Lesben gibt und dass es wirklich Lesben gibt, ist ein schulwissenschaftliches Konstrukt, das einfach einen Haufen Geld bringt. Das ist einfach, also er glaubt an die Verschwörung, dass durch finanzielle Anreize irgendeine Lobby davon über, also das Schulsystem so forciert und die Wissenschaft so forciert, dass geglaubt wird, es würde Lesben geben. Aber das ist alles nur wegen Geld. Das ist die große Verschwörung, die große Lesbenverschwörung. Killer. Einer der ganz großen Denker unserer Zeit. Oh Gott. Ich kann das nicht. Ich kann das, also ohne Scheiß. Wenn das ganze Video so geht, also Junge. Ein wilder Ritt. Querdenker-Aussagen, check. Aber ganz kurz wieder ernst. Solche Aussagen sind einfach mies respektlos. Viele Leute kämpfen immer noch dafür, dass man ihre Sexualität anerkennt, beziehungsweise, dass sie für diese nicht bestraft werden. Es ist für viele LGBTQ-Member immer noch ein echt schwieriges Thema, vor allem in nicht-westlichen Ländern, wo du, wenn du zum Beispiel deine Homosexualität frei auslebst, dir sogar die Todesstrafe drohen kann. Und er droppt einfach, es gibt keine Homosexualität. Und einfach so die Existenz von diesen Menschen so absprechen. Ist auch strong. Ist auch... Seine Aussagen gehen ja noch weiter. Zum Beispiel wurde Steffen mal für illegalen Grasanbau angeklagt. Wow. Als er sich dann eben vor Gericht zu seiner Tat bekennen wollte, meinte er dann einfach, dass weil er eben gerade war, sich so gefühlt hat, wie Sophie Scholl sich gefühlt haben müsse. Entweder in dem Kommentar oder in dem Video hast du selber gesagt, meinst du, dass du eine Begegnung mit Sophie Scholl hattest irgendwann mal? Ah, cool, okay, ja. Also sprich, vor Jahren habe ich durch eine anonyme Anzeige ist die Polizei bei mir zu Hause eingerückt und hat natürlich auch Cannabis gefunden. Ja, mache ich keinen Hehl draus. War ich auf dem Weg zur Gerichtsverhandlung, hatte meine Rede geschrieben und da war in mir eine Entschiedenheit, eine Grab. Niemand im Gerichtssaal wollte seine Rede hören. Also das kann ich jetzt ganz mit relativ großer Sicherheit sagen. Tight. Und in dieser inneren Ausrichtung, ey, habe ich... Er hat eine Rede geschrieben, weil er illegalen Grasbesitz hatte. Wow. Erstmal Rede schreiben gehen. So angefangen zu heulen, hat mich, ist mich ein Gefühl durchströmt. Wow. Das hat die Sophie gefühlt, weil sie gerade war. Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist. Ich glaube nicht, dass Sophie Scholl sich so gefühlt hat wie Ette, als er für illegalen Grasbesitz vors Gericht musste. Ich glaube nicht. Ich glaube, die hat sich anders gefühlt. Und ich glaube... Boah, Digga, das ist so hart. Das ist so hart. Also das kannst du dir nicht ausdenken. Da ist ein Dude, der für illegalen Grasbesitz, für sowas Banales irgendwie vors Gericht soll, sich dann eine Rede schreibt, anfängt zu weinen, weil er so gerade ist. Oh mein Gott. Meine Güte, Digga. Und dann noch denkt er, wer wie Sophie Scholl.
Alter, ganz große Jana aus Kassel-Vibes. Ganz große Jana aus Kassel-Vibes. Gerade sein. Das muss... Gerade sein. Wow. ...muss sie gefühlt haben, okay? Solch ein erfüllendes Gefühl. Chat sagt, Junge, was ein Pisser. Ich lass das mal so stehen. Gefühl, dass ich dafür bereitwillig in den Tod gehe. Yes. In den Tod geh! Digga, du wurdest wegen Gras. Es ging um Gras. Oh mein Gott, wie kann man sich so übertrieben zu so einem Pseudomärtyrer machen? Wegen Gras, Digga. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Alter, da war Jana aus Kassel ja krasser drauf. Da war Jana aus Kassel ja krassere Revolutionärin als er, Digga. Boah, wow. What the fuck? Alter, was ist das für ein Weltbild? Also, das ist ja völlig, also, so off von jeglicher Realität. Ja, also, ich wollte mal ganz kurz sagen, Sophie hat sich dem NS-Regime entgegengestellt und wollte dies stürzen. Das ist ja praktisch dasselbe wie Gras, ne? Das ist ja praktisch dasselbe wie wegen Gras vors Gericht zu gehen. Und wurde deswegen mit dem Tod bestraft. Ist ja praktisch dasselbe wie eine Rede vorm Gericht zu halten. Und Steffen, du hast ein bisschen Weed angebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so miteinander vergleichen sollte. Jemand fragt, wer ist Jana aus Kassel? Egal, man braucht sie nicht kennen. Aber kommen wir zum abgefucktesten Punkt seines Weltbildes. Und zwar behauptet... Jana aus Kassel war so ein Girl, so eine Jugendliche, die hat eine Rede gehalten. Was war das nochmal für ein Kontext? War das so die Corona-Geschichte? Die hat auf irgendeiner Corona-Demo eine Rede gehalten und sich auch verglichen mit Sophie Scholl. Genau, so eine Querdenker-Demo. Hat gesagt, sie fühlt sich wie Sophie Scholl, weil sie ja gegen die Unterdrückung, die Impfunterdrückung, Widerstand leistet und so ein Shit. Das war Jana aus Kassel. Also basically dasselbe Ding. nur ist das noch alberner, weil es um Weed geht und mehr nicht. Steffen, allen Ernstes, dass die Juden damals selbst schuld waren, was ihnen widerfahren ist. Okay. Das hat jetzt einen ganz weirden Turn genommen. Ich habe irgendwas von Judenkarma und sowas gelesen, da wusste ich nicht, was in welchem Kommentar. Das war ein. Also jeder Mensch macht schon mal sein eigenes Karma. Ja. Klar. Und dann gibt es kollektive Strukturen. Ja, und allen, denen das passiert ist, denen Schreckliches widerfahren ist, sind selbst dafür verantwortlich. Generell. Also die Karma-Lehre legt die Selbstverantwortung nahe. Kollektives Karma? Wie kollektiviert das denn? Also worüber denn? Über welche Eigenschaften denn? Aber was, also um jetzt zum Begriff dieses Judenkarma zurückzukommen, was war denn, also die haben ja da nichts falsch gemacht. Das weiß ich nicht. Ohne Scheiß, irgendwer vor so 10 Minuten im Chat, als es so noch so um die Banalitäten ging, Banalitäten, hatte geschrieben, ich habe es nicht vorgelesen, aber ich habe es gesehen im Chat, hat geschrieben, ich calle noch Volksverhetzung. Ohne Scheiß, und das ist auch nicht mehr lustig so, ne? Das ist einfach nur noch abgefuckt. Sich hinzusetzen in einem Interview, wo er weiß, er wird gefilmt, ne? Also es ist nicht so, als würde er da Sachen sagen, also das wäre immer noch abgefuckt, aber er weiß, das ist für die Öffentlichkeit. Er weiß, er wird gefilmt für eine Sache, die eine Öffentlichkeitsgeschichte ist, so, ne? Die gesehen wird. Das weiß er. Und er setzt sich da hin und dann geht's um Judenkarma. Und die sind ja kollektiv auch selbstverantwortlich für das Schlimme, was ihnen passiert ist. Junge, das ist... Ey, bis dahin war er einfach nur ein völlig abgefuckter, dummer Typ mit verschiedenen Issues, unter anderem Erektionsstörungen. Aber... So in den letzten 5 Minuten ist das auf ein ganz anderes Level gegangen. Auf ein ganz anderes Level. Da gibt's auch keinen Verhandlungsspielraum so. Das ist einfach nur abgefuckt. Das ist einfach nur abgefuckt. Das geht gar nicht und... Da sterben 6 Millionen unschuldige Menschen. Super viele Kinder, die in ihrer Lebenszeit noch nicht einmal was angestellt haben können. Und dieser... Rezo, ist das nicht strafbar?
ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, was genau strafbar ist. Holocaustleugnung ist strafbar. Er hat den ja technisch gesehen nicht geleugnet gerade. Deswegen weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, Volksverhetzung, keine Ahnung. Ich bin kein Jurist. Lieber Herr Solmecke, ist das Volksverhetzung? Lieber Herr Solmecke, einmal bitte checken an dieser Stelle, ist das Volksverhetzung? Oder was anderes? Weiß ich nicht. Herr Solmecke im Chat? Nee, aber wenn ich das irgendwo hochlade, dann kriegt er das mit. Weil die Schergen von Solmecke sehen alles. Die Schergen von Solmecke, oh mein Gott. Kotzen. Ey, es ist wirklich einfach nur so unglaublich abgefuckt. Aber gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Thema. Und zwar, wie Steffen systematisch manipuliert. Erstmal müssen wir dafür klären, an wen richtet sich das Buch bzw. Steffens Therapie. Durch Steffens Therapie soll ja etwas mental geheilt werden. Dementsprechend sind die Frauen, an die sich das Buch halt eben richtet, oft in schwierigen Lebenssituationen, mit geringem Selbstwertgefühl, mit geringem Selbstbewusstsein und wollen halt eben jede Hilfe annehmen, die sie halt eben bekommen. Svenja und Anja sind zwei Frauen, die beide mal bei Steffen waren und danach öffentliche Videos gedreht haben, was sie dort erlebt haben. Sie werfen diesen Videos Steffen auf jeden Fall einiges vor, dazu kommen wir auch gleich im Video, aber sie reden halt eben auch darüber, wie sie sich mental gefühlt haben, als sie sich dazu entschieden haben, zu Steffen zu gehen. Ich war im Grunde zutiefst bindungstraumatisiert, beziehungstraumatisiert. Ich hatte riesige Schwierigkeiten mit Intimität, auch mit sexueller Intimität. An dem Tag, an dem ich gefahren bin, war ich relativ verzweifelt morgens. Mir ging es nicht gut. Sehr unsicher in mir selbst. Ich hatte ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Ich habe im Grunde mein gesamtes Leben einen sehr starken Selbsthass gehabt. Die letzten 1,5 Jahre waren nicht so leicht für mich in meinem Leben. Und ich war vor ein paar Wochen immer wieder an Punkten, wo ich innerlich nicht weiterkam. Wo ich richtig im Dunkel war, vielleicht kennt ihr das. Hab gemerkt, wie mein Sein sich an alles dranhängt, was irgendwie verspricht, eine Lösung zu sein. Und so kam auch dieses Buch in meine Welt. Und ich war noch voll naiv. Und deswegen habe ich mich irgendwie auch so leicht dann einwickeln lassen. Also es sind Frauen, die auf jeden Fall Hilfe bei ihrer mentalen Gesundheit brauchen. Svenja berichtet darüber, dass halt eben durch Steffen suggeriert wurde, dass es halt eben den schnellen Weg der Heilung gäbe. Die Variante, die Steffen angeboten hat mit seiner Philosophie und seiner Lehre, die war natürlich auch sehr verlockend. Das war nämlich einfach, dass es so diese schnelle Lösung gibt und diese, hey, damit kommst du schneller zum Ziel. Und ja, wieso jahrelang Therapie machen, wenn man eine schnelle Lösung haben kann für seine Schwierigkeiten? Ja, ich bin darauf reingefallen, Hase gehen. Aber das hat halt in der Praxis nicht so geklappt. Hat nie geklappt. Also Frauen mit einem geringen Selbstwertgefühl, wenig Selbstliebe, die halt eben viel dafür tun würden, dass es ihnen halt eben mental besser geht. Und diese Frauen gehen jetzt eben zu einem potenziellen Narzissten hin, der vieles dafür tun würde, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Ja, GG, da kann ja überhaupt nichts schieflaufen. Und so stellt er die Manipulation an. Er wirkt laut Svenja im ersten Moment erstmal feinfühlig, kompetent und gibt einem auch erstmal ein gutes Gefühl. Da war ich ganz, ganz lange in einem ganz tiefen Zwiespalt, weil es nicht in meinen Kopf reingegangen ist, wie jemand so feinfühlig sein kann, so empathisch sein kann und so kompetent irgendwie auf eine Art oder erfahren und gleichzeitig so tief manipulativ sein kann. Das habe ich einfach nicht verstanden. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung. Ich meine, erstmal, wieso sollte sich das ausschließen? Und zweitens, wenn man manipulativ ist, dann muss man ja auch nicht so erfahren sein, weil es reicht ja, manipulativ zu sein, um dich glauben zu lassen, dass man erfahren ist. So. Wie sehr viele Frauen gemacht haben oder sehr viele Menschen. Dazu sagt Svenja noch Folgendes. Dass man eben Vertrauen fasst und sich irgendwie so gesehen fühlt auf einmal und wahrgenommen fühlt auf einer Ebene, in der man sich noch nie so wahrgenommen und gefühlt, also eben auch auf einer emotionalen Ebene, auf einer empathischen Ebene. Der aber auch dann sehr gekonnt weiß, wie er das für sich und seine eigenen Interessen. Wenn man im Chat sagt, hat irgendwer beim Typen ein gutes Gefühl. Ja, das Ding ist, die Frauen hatten bei ihm ein gutes Gefühl, weil er denen gegenüber wahrscheinlich dann zuerst anders war und weil diese Frauen an einem anderen Punkt innerlich waren. Also wenn es dir richtig, 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 richtig schlecht geht im Leben und du da jemanden hast, der da ist,
erstmal dir eine Lösung verspricht und du erhoffst dir, dass dann alles besser wird. Ich glaube, dann bist du also an einem ganz, ganz, an ganz anderen Punkt so. Nutzen kann, nämlich für seine eigenen sexuellen Interessen. Also einer Person, der man vertraut, weil sie auch charmant zu sein scheint, aber einem dann auch sowas hier verklickern möchte. Und falls ich denn überhaupt Therapie mache, ist es die der Klarheit und Ehrlichkeit. Ja, und dass ein scheinbares Opfersein einfach nur vorgeschoben ist. Aber was heißt Opfersein? Ich kann nicht, ich will nicht rumquengeln. Halt so das scheinbare Opfer in einem selbst, um gewisse Hürden zu übergehen, um gewisse Dinge nicht machen zu können. Uff. Also wenn jemand sagt, ich will nicht, dann ist das nur eine Vorgabe, um bestimmte Dinge nicht zu machen. Und das ist ja Quatsch, weil die sollte man dann machen, wenn man sagt, dass man nicht will. Wow! Also er sagt selber, dass er Therapie durch Ehrlichkeit macht, durch Geradheit. Und man vertraut ihm dann halt auch, weil er halt auch eben charmant und auch eben kompetent rüberkam. Aber will dann halt eben Dinge von dir, die du gar nicht machen willst. Und redet dir halt ein, wenn du diese Dinge nicht mitmachst, dann bleibst du halt eben das Opfer, was du gerade bist. Aber du willst ja nicht das Opfer bleiben, was du gerade bist, sondern willst vom Opfersein wegkommen. Willst aber halt auch eben nicht seine sexuellen Fantasien mit ihm ausleben. Und hier sind wir schon mittendrin in der Manipulation. Vor allem, weil dieser Mann sich halt eben selber glaubt und dementsprechend die Sachen, die er sagt, unfassbar glaubhaft rüberbringen kann. Mit jemandem, der eine krasse Psychose am Start hat, wo man auch erstmal drauf kommen muss, dass der die hat. Wow. Weil er ist sehr überzeugt von dem, was er sagt. Wenn Leute sehr überzeugt davon sind, was sie sagen, muss es kein gutes Zeichen sein, Leute. Das ist nämlich auch das Ding. Ich glaube, er ist tatsächlich fest davon überzeugt, dass das, was er über sich selber sagt, wie er sich selber sieht, dass das alles so stimmt. Sollte man aber dann... Das ist kein gutes Zeichen, also es ist doch kein... Weiterhin, die Sachen, die Steffen möchte nicht mitmachen wollen, hat er noch eine ganz andere Strategie, um dich dazu zu bringen. Die erste Sache wäre, dass dein Ego dir gerade nur selbst im Weg steht. Also dein Herz möchte, aber dein Ego eben dein Herz. Er blutet aber im Auge. Ja, dann ist okay. Dann ist okay, an der Stelle muss ich ihn dann auch in Schutz nehmen, dann ist da alles okay, wenn er im Auge blutet. Okay, Lobby Hose verstehen. Blockiert. Wenn die Frau sowas von in sich im Widerstand ist, im Ego, das eigene Herz blockiert und alles macht, um nicht den Schwanz hart zu machen. Und einem wird dann halt eben eingeredet, dass sein Herz es möchte, aber dein Ego halt eben gerade dein Herz blockiert. Und wenn man sein Herz vor sein Ego bekommt, dann sei man kein Opfer mehr. Oder halt eben super plump ausgedrückt, mach sein Dick hart und du bist kein Opfer mehr. Ja, genau, das ist das, was ich vorhin auch meinte. So, diese Kopplung, die kausale Kopplung von so, du bist irgendwie kein Opfer mehr, dann folgt daraus, mein Dick wird hart, was ja auch sozusagen, ne, und mein Dick ist nicht hart, wenn du noch ein Opfer bist. Das ist ja sozusagen nicht nur ein Implikationsverhältnis zwischen den beiden Sachen, sondern eine Implikation in beiden Richtungen, also ein Äquivalenzverhältnis in beiden Richtungen, ne? Und das ist ein Problem. Das wird einem da eingeredet. Und für die Leute, die sich gerade fragen, was eigentlich bei Thea abgeht, diese Frau folgt Steffen seit 5 Jahren überall hin und macht auch wirklich alles, was dieser Mann möchte. Er sagt selber, dass sie von ihm ausgebildet wurde, was auch immer das hundertprozentig heißen mag. Und kleine Abschweife hier am Rande, wenn Steffen etwas im YouTube-Video von ihr möchte, dass sie irgendwas bestimmtes sagt, macht oder whatever, tut sie das zu 100%. Hier zum Beispiel redet Thea minutenlang in dem YouTube-Video super ruhig über bestimmte Themen, aber als man dann merkt, dass Steffen möchte, dass sie sich ein bisschen mehr für ihn einsetzt, tut sie das auch sofort. Was sagt der andere Teil in dir, wenn dein Mann abgefuckt wird? Der andere Teil in mir sagt, haltet die Fresse! Aber gehen wir mal wieder zurück zur Manipulation. Ich habe euch ja vorhin schon ganz kurz von dem Drill Sergeant erzählt. Und dieser wird dann zum Beispiel auch eingesetzt, wenn man nach mehreren Stunden immer noch nicht das macht, was Steffen möchte. Denkst du nicht, dass es auch einschüchtern wirkt auf Leute, dass es halt... Dass sie halt dann trotzdem Dinge tun, die sie nicht tun wollen, einfach weil sie sich eingeschüchtert fühlen? Ja, welche denn zum Aber Beispiel? Aber was machen die für Dinge, die sie nicht tun wollen? Ich weiß ja nicht, wo der Drill Sergeant alles ausgepackt oder eingesetzt wurde. Wenn zum Beispiel eine Frau sich nach 15 Stunden immer noch nicht ihre tiefste Wahrheit eingestanden hat, weshalb sie zum Beispiel gekommen ist. Und um was geht's halt immer, wenn... Wieso muss es immer um Sex gehen?
Also ohne Scheiß, Digga. Mann bei dir ist, Herr Ostwald? Sex. Und nur noch mal zur Veranschaulichung. So wie ich das verstanden habe, kommt er hier heraus, wenn man Nein zu Sex mit Steffen sagt. Und wälzt dich in deinem Geld und sterb unglücklich. Jetzt hast du einen Drill Sergeant, geil. Kommen diese Zuckungen nur, wenn er wütend ist? Tatsächlich wurde ich auch schon im Vorfeld von potenziellen Opfern von Steffen vorgewarnt, dass er auch versuchen wird, mein Umfeld anzugreifen, um mich halt eben aus der Reserve zu locken, damit ich mich halt eben angreifbar mache. Und er ist halt wirklich auf meine damalige Freundin gegangen, hat versucht, sie klein zu reden, um mich halt irgendwie zu triggern. Thea hat so eine Liebespower, dass deine Schnecke, die du dir gerade geangelt hast, okay, die dir aus der Hand frisst oder du ihr, einfach nur noch Asche ist. Das wurde mir auch vorher gesagt, also, dass versucht wird, auf Leute einzugehen. Bla, bla, bla. Das ist ganz schön, dass wir gerade live sehen, wie man versucht, mich irgendwie zu manipulieren. Nur Bruder Steffen. Aber es ist ja auch, also, come on, Digga, das ist ja auch ein ganz erbärmlicher Versuch, jemanden zu triggern. So, deine Schnecke ist nur Asche. So, mit was für Leuten hängt er ab, dass das zum Triggern reicht? Also ganz weird, Digga. Die dir aus der Hand frisst oder du ihr, einfach nur noch Asche ist. Das wurde mir auch vorher gesagt, also, dass versucht wird, auf Leute einzugehen. Bla, bla, bla. Ja, was sagst du eigentlich, wenn du gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst? Weil nur noch Asche ist. Ja, kein Problem. Da habe ich immer einen guten Konter. Weil Pfeife hat einen gut. Dass versucht wird, auf Leute einzugehen. Bla, bla, bla. Ja, ist doch klar stringent argumentiert. Weil der gerade ist, Leute. Weil der gerade ist. Also, der... Das ist halt, im Grunde genommen erinnert er mich, wenn er bla 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 sagt und seine Kippe dreht, ein bisschen an Sophie Scholl, muss ich auch an der Stelle sagen. Also es ist einfach so von der Art, wie er redet, was er so macht, so, das ist schon sehr stark Sophie Scholl. Das ist ganz schön, dass wir gerade versuchen, live... Boah, das ist alles so abgefuckt, alles ist so abgefuckt. Sehen, daran. Wie man versucht, mich irgendwie zu alles ist so abgefuckt. Du Bruder Stefski, das funktioniert bei mir nicht. Die hat mich und sie jetzt auf jeden Fall mies gefrontet. Aber ich verstehe auch gar nicht, was er von mir will. Ich weiß auch nicht. Hä, sie ist doch Asche, hallo. Bei Anni hat der Drill Sergeant bzw. die Angst vor ihm, aber leider funktioniert, sodass sie Drogen genommen hat, die sie eigentlich gar nicht nehmen wollte. Anni berichtet in ihrem Video das hier. Dann kamen immer wieder Lines von Speed, wo ich immer wieder Nein gesagt habe und mich dann aber überzeugen habe lassen, beziehungsweise ich hatte auch keinen Bock auf den Drill Sergeant und habe es dann halt einfach gemacht. Ich habe zu vielen Speedlines, die dann ausgelegt wurden, Nein gesagt. Es ging immer wieder in die Richtung von jetzt sei doch nicht so und du stehst dir selber im Weg, bis hin zu dem Drill Sergeant, der dann auch immer wieder kam, der mich angefeuert hat, das doch zu tun. Und dann berichtet Thea noch so frech, dass... Hey, überhaupt so innerlichen Fortschritt an Drogen nehmen zu koppeln. Wenn du diese Drogen jetzt nicht nimmst, dann stehst du dir selbst ja nur im Weg. Dass Leute, die bei ihnen sind, gar keine Sachen machen könnten, die sie gar nicht wollen, weil Thea würde das halt eben bemerken. Also okay. Menschen bei uns können nicht irgendwelche Sachen tun, die sie vom Herzen gar nicht wollen. Das geht nicht, weil das fühle ich und dann fange ich an zu heulen, also wenn ich mein Gegenüber fühle und das Gegenüber macht gerade sein eigenes Herz klein. Jo. Ah, das geht gar nicht, wegen ihr, weil sie so das fühlt. Ja, sag das doch gleich. Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht. Hättest du das mal gleich gesagt? Ich das ganze Video nicht gucken brauchen, dann ist doch alles gut. Das ist doch alles entkräftet, oder nicht? Ich glaube auch. Aber andersrum muss man auch sagen, dass Steffen sehr belohnt ist, wenn du genau das tust, was er möchte. Also du erfährst durch ihn Bestätigung für dein Handeln, dass es scheinbar... Er ist auch kein Antisemit, er kann gar keiner sein. Weil sie würde das ja spüren, wenn es so wäre. Geht ja gar nicht. Er ist auch nicht homophob. Kann er gar nicht sein, weil sie würde das ja spüren, wenn er das wäre. Der empathische Boss, Digga. Das Richtige war. Und dass Frauen die Tür reinkommen, mich... Er hat gar keine Erektionsstörung. Das würde sie ja spüren, wenn er Erektionsstörung hätte. Digga, ist doch Quatsch. Aktiv lieben... Mhm. Und sobald das passiert, fließen bei mir die Tränen. Oh, dann sag ich, wow, du machst genau das, wie es in der Anleitung steht. Gratulation. Und das bestärkt die Frau, wow. Und wir kennen es alle, wenn es uns kacke... Das, also ohne Scheiß, man muss wirklich kein krasser Psychologe sein,
um bei allem, was er sagt, zu checken, was das, also wie manipulativ er ist. Ne? Wir ein bisschen Bestätigung bekommen, dann geht es uns zumindest ein bisschen besser. Also man wird halt wie so ein Tier so richtig von ihm konditioniert. Das war falsch, dafür erfährst du Bestrafung. Das war richtig, dafür bekommst du Belohnung. Und dazu darf man nicht vergessen, dieser Mann nennt sich ja selber der Sextherapeut. Also er sagt, er wäre ein Therapeut. Und ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal bei einem Therapeuten waren. Ich war schon mal bei einem Therapeuten und ich muss sagen, ich bin dort mit einem hundertprozentigen Vertrauen hingegangen. Ich habe meiner Therapeutin zu 100% vertraut. Weil ohne dieses Vertrauen bringt halt in meinen Augen die Therapie halt eben nichts. Und dementsprechend wird man halt fast schon ja gezwungen, seinem Therapeuten oder seiner Therapeutin eben zu vertrauen. Und wenn meine Therapeutin gesagt hätte, ey, mach mal das und das oder probier mal das und das aus, dann hätte ich das auch gemacht, weil ich halt ihr eben vertraue. Weil diese Menschen halt in der Regel wirklich ja nur das Beste für einen möchten. Ich nicht, weil ich ein kleiner Ficker bin, der immer denkt, dass ich alles besser wüsste. Aber ich kann TJs Ansatz schon sehr verstehen. Und dieser große Batzen kommt dann eben noch auf die Manipulation und Konditionierung von Steffen obendrauf. Dazu muss man aber sagen, Steffen Oswald ist kein anerkannter Therapeut. Aber ich finde, er suggeriert mindestens sehr krass, dass er einer wäre. Allein, dass er sein Buch Der Sexualtherapeut genannt hat. Und man ja auch eben mentale, emotionale Hilfe durch ihn, durch seine Therapie erhofft. Dazu haben wir gerade schon einen Vorwurf von Anni mitbekommen. Und was es sonst noch für Vorwürfe gibt, seht ihr jetzt im nächsten Kapitel. Erstmal ganz kurz, was, der ist gar kein Therapeut? Was, der ist kein anerkannter Therapeut? Was? Das wundert mich jetzt total. Dass ich hätte jetzt voll gedacht, dass es voll der akademische Dude ist. Es gibt schon seit langer Zeit Vorwürfe gegen Steffen Oswald und seinen Maschen. Selbst in seinem Buch, was halt eben vor Jahren rauskam, spricht er davon, dass ihm halt Vergewaltigung vorgeworfen wurde von, laut ihm, Fake-Opfern. Nur diese Vorwürfe waren halt eben nicht öffentlich, geschweige denn im Internet. Bis vor kurzem, weil halt eben Svenja und Anne den Mut gepackt haben, selbst bei einer so kranken Persönlichkeit ihre Erfahrungen öffentlich zu teilen. Aber kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, dass laut Anja Steffen scheinbar Frauen zu Drogen drängt, die sie gar nicht nehmen wollen. Sodass diese Frauen halt eben nicht mehr raffen, was da überhaupt bei ihnen abgeht. Drogen in Kombination mit Sexualität, was stirbt? Der Anteil, der ganz genau spüren kann, was gerade abgeht. Der Anteil, der mit dem Körper verbunden ist, mit deinem Herzen, mit dem, was weibliche Intuition ist. Vor allem, weil Anja hat eben auch berichtet, dass halt eben nicht nur ein, zwei Drugs genommen wurden, sondern eine Menge mehr. Die Substanzen, die konsumiert wurden. Marihuana, LSD, Alkohol, das hatten wir vorher schon angefangen zu trinken. Speed wollte ich nicht. Dann kam die Überzeugung und das Überreden und ich habe letztlich ja dazu gesagt. Er hat das Speed dann mit hoch ins Schlafzimmer genommen, hat es mir immer wieder angeboten. Ich habe immer wieder nein gesagt. Dann kam immer wieder der Drill Sergeant raus. Dazu erinnert ihr euch noch an das Viagra-Thema am Anfang? Ey, dieses Drill Sergeant, so einfach jemand mit Aggressionsproblemen, der einfach sagt, ja, ich bin ja nur aggressiv, weil ich hab die letzte Instanz des Herzens, bla 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 bla. Das ist wirklich ohne Scheiß. Sich einfach die ganzen eigenen Sachen, die man so hat, mit denen man unzufrieden ist, einfach umzudrehen und zu sagen, ja, das ist eigentlich was Gutes und das ist eigentlich was Cooles. So, ich habe keine Erektionsstörung. Ich kann nur fühlen, dass wenn du nicht ganz in deiner Mitte bist, das bleibt. Ja, ja, klar. Ja, genau. Und da habe ich dann so gesagt, wie, also ich dachte, empathische Erektion und so. Und er so, ja, das ist ja sein Körper und das hätte ja auch damit gar nichts zu tun. Wie? Was? Wie war das nochmal hier vor 10 Minuten im Video? Viagra an sich funktioniert bei Steffen nicht. Ah ja. Ah. Also das hat man ja schon am Wording gemerkt, ne? Viagra an sich funktioniert nicht. Das ist ja schon die Implikation für, er nimmt Viagra. So, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube auch. Und auf dieses Unterdrogensetzen kommt nun, dass Svenja und Anja davon berichten, dass sie laut eigenen Aussagen von Steffen manipuliert und missbraucht worden sind. Weil ich eben selber Scheißerfahrungen gemacht habe mit ihm, nämlich emotionalen Missbrauch und emotionale Manipulation erfahren habe mit ihm. Und es war für mich auch nicht so einfach, damals das zu durchschauen erstmal und dann auch da rauszukommen. Ich würde euch gerne von der Erfahrung mit dem Sexualtherapeuten erzählen, die mich nachhaltig
ziemlich durchgeschüttelt hat. Ja, eine Erfahrung, die, glaube ich, nicht jede machen muss. Dass ich das jetzt überhaupt so klar als Missbrauch benenne, das ist Teil des Aufarbeitungsprozesses, der überhaupt stattgefunden hat, seitdem ich das Video gemacht habe. Weil zu diesem Zeitpunkt war ich noch so in einem Trauma-Bonding wahrscheinlich drin, dass ich das für mich gar nicht so klar benennen konnte in dem Sinne. Ich habe ja auch mit Pot... Ey, das tut mir so leid für die, ne? Das tut mir einfach so sehr leid. ...Prozent Opfern von Steffen Kontakt aufgenommen. Dort wurde mir auch nochmal berichtet, dass es scheinbar auch noch eine Menge weitere Frauen gibt, die aber halt eben absolut nicht mit in die Öffentlichkeit gezogen werden wollen. Dies bestätigt auch nochmal Anja in ihrem Video. Vielleicht können sich einige von euch vorstellen, dass das ein krasser Schritt ist, an die Öffentlichkeit zu gehen mit etwas, was so edgy ist wie dieses Thema. Nachdem, ich weiß nicht, wie viele Frauen das nicht getan haben. Vielleicht könnt ihr durch den Ansturm, der gerade passiert, nachvollziehen, warum das viele Frauen nicht tun. Und dann gibt es ja auch noch Frauen, von denen man vielleicht absolut nichts mitbekommen hat. Die sich teils aus Scham an niemanden gewandt haben, aber halt dennoch Erfahrungen mit Steffen gemacht haben könnten. Wäre jetzt nicht unplausibel an der Stelle, ne? Könnten, die sie lieber nicht gemacht hätten. Weil darüber redet Svenja in ihrem Video auch, dass es halt für sie eine riesige Scham war, mit Leuten über diese ganze Thematik zu reden. Da hatte ich einfach niemanden in meinem Umfeld, der das irgendwie nachvollziehen konnte oder dem ich mich öffnen wollte. Da war auch eine riesige Scham da und es war auch eine riesige Angst davor da, irgendwie öffentlich darüber zu reden. Und wenn selbst eine Svenja, die ja mittlerweile öffentlich über das ganze Thema redet, sich am Anfang aus Scham nicht getraut hat, mit nur irgendwem darüber zu reden, wie viele Frauen gibt es dann, die vielleicht bis heute mit niemandem darüber geredet haben und einfach nur schweigen? Dazu berichtet Anja auch von einer Angst, als sie bei Steffen zu Hause war. Ich habe 3 Freunden geschrieben. Ich habe ihm ganz leise eine Nachricht aufgesprochen. Ich hatte total Angst, dass das mitbekommen wird, dass die mich hören und dass die, was weiß ich, was mit mir machen. Aber wieso haben beide diese Videos nun aufgenommen? Wieso haben sie, obwohl es ja scheinbar eine Angst vor Steffen gibt, diese Videos öffentlich geteilt? Naja, im Grunde aus einem ähnlichen Grund, warum ich dieses Video aufnehme. Und zwar, dieser Shit muss aufhören. Dieser Scheiß passiert einfach immer noch. Das ist widerlich. Und ich will nicht mehr, dass das passiert. Es hat ein ganz schönes Kräftesammeln gebraucht von meiner Seite. Ey, ich finde es so stark. Ich finde es so stark, dass sie damit in die Öffentlichkeit gegangen sind. Weil die wissen, wenn du sowas öffentlich machst, dann weißt du als Frau, dass es nicht angenehm sein wird. Du weißt als Frau, dass du Gegenwind von ihm bekommen wirst. So, das ist völlig absehbar. Du weißt, dass es richtig, richtig stressig wird. Und dann trotzdem diesen Schritt zu gehen, ist super strong. Ist einfach super strong. Damit ich überhaupt irgendwie an die Öffentlichkeit gehen kann. Weil da natürlich krasse Ängste am Start sind. Wenn ich da irgendwie auch angegriffen werde, das ist mir fucking egal, weil ich habe einfach keinen Bock mehr, dass irgendwie so scheiß Missbrauchsdynamiken und Verhältnisse weiterhin herrschen. Ja, absolut allem, Ehre an der Stelle. Absolut Ehre an der Stelle an diese Frauen, ohne Scheiß. Kann ich schon darüber wissen. Mit all dem, was irgendwie schon ans Licht gekommen ist und all dem Austausch und der Öffnung, die es darüber schon gegeben hat, das ist immer noch nicht genug. Svenja und Anja wollen beide so vielen Frauen, wie es eben nur geht, diese Erfahrung ersparen. Und das geht halt eben vor allem übers Öffentlichmachen des Problems. Je mehr Menschen gewarnt werden, desto besser. Deswegen, und weil ich auch Steffen absolut keine positive Reichweite schenken wollte, gibt es ja auch dieses Video hier. Anja hat ja auch gerade davon berichtet, dass sie teils Angst hatte. Wahrscheinlich auch vor Steffen. Und warum diese Angst kind of berechtigt war, seht ihr gleich im nächsten abgefucktesten Kapitel dieses Videos. Und im Vorfeld schon mal Triggerwarnung für so ungefähr alles. Einer der großen Gründe, warum ich auch dieses Video machen wollte, ist, weil ich halt gesehen habe, wie Steffen mit einem umgeht, nachdem man ihn kritisiert hat. Natürlich hat er alles recht zu sagen, ey, der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs oder der Manipulation, der stimmt halt nicht, weil den könnt ihr nicht beweisen. Nur macht Steffen das nicht. Weil ich hatte ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass Steffen mindestens sehr stark narzisstische Züge hat und dementsprechend auch sehr abgefuckt mit Kritik umgeht. Und das werde ich jetzt mit Hilfe vom Sozialpsychologen Professor Erb erklären. Den Punkt der Manipulation hatten wir gerade schon. Dazu sagt Professor Erb übrigens Folgendes. Smarte Typen, die man auch bewundern kann, die charmant sind und so, fangen an manipulativ zu sein. Narzissten haben oft ein gutes Gespür dafür,
na, wie sie die anderen kriegen können, was ist dem anderen wichtig. Da fangen sie dann an, um diese Beziehung dann auch für ihre eigenen Vorteile auszunutzen. Und der eigene Vorteil ist dann oft auch die Selbstüberhöhung. Das ist sozusagen das Motiv, das dahinter steckt. Und welche Erfahrungen hat Svenja gerade nochmal komplett eigenständig in ihr... Ja, ich meine, ist jetzt keine Überraschung, ne? ...im Video erklärt. Weil es nicht in meinen Kopf reingegangen ist, wie jemand so feinfühlig sein kann, so empathisch sein kann und gleichzeitig so fucking tief manipulativ sein kann. Also, ich glaube, den Punkt können wir abhaken. Der trifft zu. Aber kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar berichtet Professor Erb darüber, dass Narzissten auch sehr gerne über andere herziehen. Sind dann auch oft abwertend gegenüber anderen Leuten, also anderen negative Bemerkungen. Na? Und was schreibt Steffen selber in seinem Buch über andere Männer? Ja, was ist das Wesentliche? Dass die meisten Männer nur Schlappschwänze sind. Euch scheiß Fottenknechte. Ah, ja, gut, dass er es sagt, ne? Und ich bin einer, der die Fresse aufmacht. Ja, wissen wir. So wie Sophie Scholl, ne? Ja. Fast alle Männer haben die Ausstrahlung einer benutzten Unterhose. Es gibt keine wirklichen Männer mehr. Das draußen sind alles, fast alles Waschlappen. Auch same energy, ne? Einfach two clips, same energy. Auch wenn ich den letzten Satz kind of funny finde, können wir den Punkt auf jeden Fall auch abhaken. Dazu weiß ich nicht, wie doll das im Video bis jetzt rübergekommen ist, aber mir ist schon während des Drehs aufgefallen mit Steffen, dass seine Aussagen immer sehr ich-bezogen waren. Also er wollte immer sehr viel über sich selber reden. Und das beschreibt auch Professor Erb in seiner Erklärung über Narzissten. Sie sind in ihrem Ausdruck extrem ich-bezogen. Ne? Die reden also von ich und mir und mein. Allein an dem Pronomina kann man das dann so ein bisschen ablesen. Und naja, das ist jetzt halt irgendwie ein bisschen schwierig, 100% transparent zu beweisen. Aber ich sag mal so, Steffen hatte wirklich sehr, 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 sehr viele ich-bezogene Aussagen im Interview gedroppt. Und darin bin ich einfach nur ehrlich. Und ich als hochsensibler Empath, und ich, wenn ich da nehme ich meine dienende Position ein. Und dann sage ich, und ich diene, traue ich sie an. Ich bin der Sex. Also ich bin am Arbeiten. Ich mache so eine Scheiße nicht. Ich bin der Mann, gerade mal der Einzige in Deutschland. Der Einzige, ja. Ja. Anders als Sophie Scholl, ne? Die war ja nicht die Einzige. Also da ist er natürlich noch cooler als Sophie Scholl. Weil, ne, die hatte noch andere Leute. Die war nicht die Einzige. Also er ist da schon, so wie Sophie Scholl, nur halt der Einzige. Der sexuelle Empfehlungen von Frauen bekommt. Ach so, er ist der Einzige, der sexuelle Empfehlungen bekommt. Ach so. Now I get it. Ah, ach so. Was soll das jetzt heißen? Die Frauen empfehlen ihn, oder was? Also die Frauen sagen... Er ist gut. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemals in Deutschland passiert ist, dass eine Frau zu einer anderen Frau sagt, der Typ da, der ist gut. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Also es muss der Einzige, ist bei Steffen, dass jemals nur bei Steffen passiert, dass eine Frau zu einer anderen Frau sagt, der ist gut. Der ist gut im Bett. Das passiert sonst nicht. Der Einzige, ist der Einzige. Ein krassesten Punkt, und zwar den Umgang mit Kritik, weil dort passiert bei Narzissten was Besonderes, aber das erklärt euch jetzt mal Professor Erb. Wir merken auch, sie sind nicht kritikfähig, wenn man sagt, guck mal, hättest du nur, boah, und dann sind die, ne, sofort irgendwie aus dem Häuschen, reagieren extrem, wenn sie Kritik bekommen. Der Mann wird das gar nicht einsehen, dass er irgendwie was Böses macht, oder? Der narzisstische Mann wird es nicht einsehen, dass er eigentlich was Böses macht und am Ende auch keine Reue zeigen, selbst wenn er handgreiflich geworden ist. Und das, was gleich als Beweis folgt, ist auch einer der Hauptgründe, warum ich dieses Video hier drehen musste. Ich habe ihm und seiner Bande positive Reichweite geschenkt. Aber ich konnte diese Reichweite wirklich nicht stehen lassen, nachdem ich die folgenden Clips gesehen habe. Die folgenden Ausschnitte von Thea und Steffen sind quasi Antworten auf die Kritikvideos und weitere Frauen, denen potenziell Ähnliches widerfahren ist wie Svenja und Anja. Die ja, wie ihr gesehen habt, immer noch sehr stark mit der ganzen Situation zu kämpfen haben. Und Triggerwarnung, es wird unfassbar widerlich, aber ich muss es jetzt hier leider zeigen, sonst versteht ihr die Widerwärtigkeit dieser beiden Personen nicht. Es fängt an mit Beleidigung von potenziellen Opfern von Steffen. Jemand schreibt, holy shit, vielleicht bin ich narzisstisch. Naja, also ganz kurz, es gibt Narzissmus und Narzissmus. Also... Narzissmus heißt nicht, dass du Frauen
manipulierst und missbrauchst. So. Also du kannst auch narzisstische Züge haben. Ganz viele Leute in der Influencer-Szene, grundsätzlich in der Künstlerszene, haben narzisstische Züge. Aber sozusagen eher die Aspekte, dass man halt ich-bezogen ist, dass man sich selbst sehr toll findet, dass man sich selbst, also ne, auch, also es gibt so manche Aspekte, die kommen in der Künstlerszene relativ oft vor, so. Das ist auch völlig offensichtlich. Also ich glaube, die Kombination Narzissmus, ADHS und Workaholic kommt erstaunlich oft in der Künstlerbranche vor. Erstaunlich oft. Weil du brauchst, ganz kurz, bevor wir weitergucken, ist auch ein Stück weit natürlich klar bei Künstlerszene. Weil um Künstler zu sein oder Künstlerin, musst du dich in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, ich mache hier irgendwas und das ist so geil, dass es Leute sehen sollten. Natürlich liegt es dann nahe, dass du irgendwo unterbewusst dich auch selbst gern zeigst, weil du findest dich ganz cool so, ne? Ist ja irgendwie, liegt auf der Hand. Egal, ob du eine Band bist, die auf eine Bühne geht und denkt, ey Leute, ihr solltet unsere Songs jetzt hören, weil die sind echt nice. Wir sind schon echt eine gute Band. Oder ob du ein YouTuber bist, der ein Video hochlädt und halt irgendwann anfängt und Videos hochlädt, weil er sich denkt, es gibt zwar viele YouTuber da draußen, aber ich finde, ich mache das schon echt nice. Das ist ja irgendwie klar. Ist ja irgendwie klar. So. So, das hat aber nichts mit ADHS zu tun. Ja, das waren drei verschiedene Sachen, die ich aufgezählt habe. Workaholic, ADHS und narzisstische Züge. Diese drei Sachen, die verschiedene Sachen sind, zusammengenommen, sozusagen die alle zutreffen in einzelnen Personen, passiert, glaube ich, regelmäßig in der Künstlerszene. Jemand schreibt gerade Finn Kliman. Bestimmt einiges daran, dass da Dinge zutreffen, ja. Aber nicht nur er, also ist jetzt, könnte man auch auf Unge, auf Ju, auf mich in Teilen, auf einige, auf weiß nicht, InScope, auf ganz, ganz viele. Also solche Züge heißt noch nicht, dass du, also das muss man jetzt ganz klar trennen, dass Narzissmus nicht Revi. Ja. Also da gibt's einige. Aber solche Züge zu haben, ist halt noch nicht was Schlimmes anderen Leuten gegenüber. Weil damit tut man noch niemandem weh. Keit dieser beiden Personen nicht. Es fängt an mit Beleidigung von potenziellen Opfern von Steffen Ostwald. Vor allem da die kleine Gön, die da jetzt wieder so aufmucke, ne? Das ist das Lächerlichste, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Hat er, was hat er an? Hat er so eine Moped-Schutzkleidung an? Was ist das? Ist das Kill Bill auf Wish bestellt? Was sehe ich hier? Also, was? Paintball, Eishockey? Chat ist sich nicht einig. Ninja Turtles Kostüm? Ja, das ist das Ninja Turtles Cosplay. Ganz weird. Und dann... Jetzt guck ich jetzt nach rechts. Was ist denn das da rechts? Was ist denn das? Was soll das? Hat er seinem Nachbarn einfach gesagt, du Oscar, ich drehe hier was Wichtiges. Kannst du dich mal neben mich stellen? Ja, okay, kann ich gerne machen. Ich kann mich gerne neben dich stellen. Ja, und jetzt guck mal böse. Ja, irgendwie wirkt das noch nicht ganz. Hier, zieh das mal auf. Wie, ich soll so eine Sturmmaske aufziehen? Ja, zieh die mal auf. Aber ich weiß gar nicht, wie man die aufzieht. Ja, scheißegal, wenn die nicht richtig sitzt, noch so halb irgendwie viel zu weit oben. Ist egal, Oscar, ist egal. Hab die einfach auf. Ja, was soll ich jetzt machen? Mittelfinger zeigen, ist wichtig. Ja, okay. Böse gucken. Ja, hat er vergessen. Ihr kleine Ego von... Halt deine Fresse. Fotzen, halt die Fresse. Wo ich so scharf zu denen spreche, ihr Fotzen. Halt deine verfickte Fresse, Alter. Kleinen Ego-Fotzen. Ah. Die blöde Fotze. Fick dich doch. Scheiß Zicken-Ego. Jetzt war mal ein anderes Wort. Ich dachte, jetzt kommt wieder Fotzen-Ego. Also es ist schon sehr beschränkt auf eine Lieblingsbeleidigung, ne? Also Fotzen scheint so die Lieblingsbeleidigung zu sein. Ah, da war sie wieder.
Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Es ist einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Deren Wortschatz ist beste, ja. Echt. Oh mein Gott. Es ist so ein erhabener Mann, der einfach, weißt du, auch, ich würde nicht nur sagen, dass er mich an Sophie Scholl erinnert, ich würde auch sagen, dass er mich an Goethe erinnert. Also einfach so von den Worten, ne? Von der Wortgewalt, von dem Vokabular. Es ist einfach, wie er mit Worten malen kann, ne? Wie er so bla 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 sagt, an genau den richtigen Stellen. Oder du Fotze. Das ist schon, das ist einfach stark, einfach stark. Ein Lyriker, ein Lyriker. Eine Menge Frauen sagen, ey, dieser Dude ist ein Sexualstraftäter und das ist seine Reaktion und das sind übrigens noch bei weitem nicht alle Beleidigungen. Ey, stimmt, ich vergesse die ganze Zeit den Kontext. Das ist seine Reaktion auf Missbrauchsvorwürfe. Das macht's wieder deutlich weniger lustig, ne? Das ist seine Reaktion auf die Frauen. Ey. Hier sind noch ein paar Links im Bild, wo Steffen und Thea einfach abartigst über weitere Frauen herziehen. Aber es geht ja sogar noch weiter. Steffen und Thea probieren diese Frauen auch noch widerwärtig zu diskreditieren. Aber seht selbst. Ist da ja noch dein Männerhass und so Sachen, ha? Kleine, ungefähte Ego-Fassen da, ne? Mädel, komm mal klar auf deine Schizophrenie. Ah, die sind alle nur ungefickt, klar. Alte! Deine Pussy schreit, ich hör's doch, ne? Hat er gesagt, deine Pussy schreit? Eine schizophrene Suppe krass. Bei euch. Ihr nicht ficken, das ist doch euer Problem. Mit diesem Schwert, was soll das? Kriegerin, die jetzt die Fresse aufreißen, was ist bei denen das Problem gewesen? Ah, das Problem ist gewesen, dass sie Nein zu ihrem Sex gesagt haben. Also die... Für die ganzen Klägerinnen, die Gemeinsamkeit aller Klägerinnen und Kläger ist unterdrückter Sex. Ihr seid ja alle so ungefickt. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Die Leute, die anklagen und Missbrauchsvorwürfe in den Raum stellen, die sind alle einfach nur ungefickt. Aha. Das ist die Antwort, das ist die öffentliche Antwort auf die Frauen. Das ist die öffentliche Antwort auf Missbrauchsvorwürfe. Ganz kurz, stellt euch das mal in irgendeinem anderen Kontext vor. Es ist unbegreifbar. Wie widerlich willst du sein? Oh yeah. Laut dem Psychotherapeuten, ja, etwa so. Lukas Rick, sei es übrigens bei Narzissten ein gängiges Ding, sich Lügen über die auszudenken, die Kritik äußern. Zudem zeigen Betroffene eine auffällige Empfindlichkeit gegenüber negativer Kritik. Häufig wird deshalb, gerade im familiären Bereich, ein Netz aus Intrigen gesponnen, um sich ins rechte Licht zu rücken. Hierbei werden als bedrohlich wahrgenommene Menschen durch teils erfundene oder übertriebene Geschichten herabgestuft. Aber selbst dabei bleibt es nicht. Diese Frauen, die den Mut gepackt haben und öffentlich Steffen kritisieren, werden nicht nur beleidigt und diskreditiert, nein, Steffen bedroht sie sogar noch in den Videos. Was er übrigens auch noch mit mir gemacht hat, werdet ihr auch noch gleich sehen. Gehört einfach quer in die Presse reingebügelt. Und das machen wir hier, okay? Dieses Jahr drehen wir den Spieß um, ihr kleine unbekannte Löscher. Pass nur auf, dass mir die nicht mal Besuche kommen. Öffentlich Drohungen so auszusprechen. Dass mir die nicht mal Besuche kommen. In Buxtehude, wo Ekasau wohnt. Lügen kann auch tödlich enden. Also ich meine, was ist das für ein Selbstverständnis gerade, wenn er da steht? Kann auch tödlich enden. Also was ist das Selbstverständnis? Also was glaub, wen sieht er, wenn er in den Spiegel guckt? Wer glaubt er zu sein, wenn er da steht und in die Kamera sagt, Lügen kann auch tödlich enden? Glaubt er, ist irgendwie ein krasser Typ in dem Augenblick? Einfach Morddrohung. Ja, ne? Also denkt er, er ist krass in dem Augenblick? Ey, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur noch gestört. Auf jeden Fall habe ich die beiden mit der Kritik konfrontiert, weil ich halt wissen wollte, ob es nicht vielleicht doch irgendwie was gibt, was ich übersehen habe, dass so viele Frauen was gegen die beiden haben. Oder dass es halt irgendeine Begründung gibt. Aber leider wurde ich nicht so überzeugt.
Und übrigens, ich wundere, ich musste Steffen und Thea sehr lange vorgaukeln, dass ich die beiden mag und auf deren Seite bin, damit die halt überhaupt mit mir reden. Deswegen nicht wundern, warum ich da gerade so ruhig bin oder warum ich gleich so ruhig bleibe. Ich kann nur sagen, innerlich hat es ein bisschen mehr in mir gebrodelt. Und wir kennen das ja schon alles. Wir haben das schon oft durchgemacht. Jetzt ist es nur so krass offiziell und bei Facebook und in allen Medien zu sehen. Wir kennen das aber schon. Steht alles im Buch, muss in dem Buch alles drin. X-fache. Jemand im Chat fragt, meinst du, seine Adresse ist denn zu finden? Er muss ja erreichbar sein für potenzielle Opfer. Sollen wir ihn mal besuchen? Frage für einen Freund. Das Ding ist, Gewalt ist auch an der Stelle natürlich nicht der richtige Weg. So, auch wenn seinem Weltbild nach, wenn er jetzt Gewalt erfährt, er ja selber daran schuld ist, weil ist ja Karma, ne? Also du bist ja für die schlechten Sachen, die du erfährst, selber schuld. Das heißt, aus seinem Weltbild sozusagen wäre er schuld, wenn er Gewalt erfährt. Trotzdem ist das natürlich nicht der richtige Weg. Wiederholung. Die Stories. Und aber es ist immer... Wenn es eine x-fache Wiederholung gibt, dass Frauen, wie er es gerade sagt. Also ich kann total verstehen, dass man super, super wütend wird, wenn man den sieht, so, ne? Aber ist einfach nicht, ich weiß, dass man manchmal dann so diesen aus Wut so einen Gedanken vielleicht kriegt von so Selbstjustizgedanken, so, aber es ist nie on the long run ein sinnvoller Schritt. Und kann man direkt wieder abhaken. Genau, das ist eine Sache für die Staatsanwaltschaft. Weil es ist genug auf dem Tisch. Als ob der Dude dauerhaft damit durchkommt. So, das ist doch ein gutes Gefühl zu wissen, der ist so dumm im Leben und der hat so ein krasses, kleines Ego in sich. Der hat so ein kleines Selbstbewusstsein. Nee, der hat ein großes, Entschuldigung, der hat ein großes Ego, ein kleines Selbstbewusstsein. So, jetzt ist mein Ton wieder da. Also, der hat so ein großes Ego, so ein kleines Selbstbewusstsein in sich selbst drin. Der fühlt sich so schnell angegriffen, der ist so, ne, im Kern eigentlich total schnell verunsichert, wenn jemand Kacke findet, dass der sich selbst einfach, also der wird genug Stuff ins Internet stellen, was ausreicht, dass die Staatsanwaltschaft sich ihm annehmen kann. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist so ein bisschen das ApoRed-Prinzip, ne? Dieses, wenn dein größtes Problem nicht ist die Scheiße, die du baust, sondern die Scheiße, die du immer und immer und immer und immer wieder baust, dadurch, dass du nicht damit klarkommst, wenn andere Leute über dich reden. Damit, dass du nicht damit klarkommst, weil andere Leute irgendetwas Schlechtes über dich denken könnten oder so. Das ist, ja. Da sagt es. Danach ist genau das ApoRed-Ding. Wenn ApoRed vor 2 Jahren einfach angefangen hätte, sein Maul zu halten, wäre sein Leben jetzt nicht so beschissen, wie es ist. Aber es ist immer beschissener geworden und immer beschissener geworden und immer beschissener geworden. Und jedes Mal, weil er selbst nicht still sein konnte. Ach. Und so wird es hier auch sein. Dachten Sie, wurden es genötigt, dann muss ja, also dann... Nee, nicht dachten Sie, nicht. Sagen das nur. Das ja, ist ein Unterschied. Du sag, also du machst, wenn du so einen Post auf Facebook machst, machst du dir nur Probleme damit. Du weißt, du machst dich strafbar, weil du kannst die Dinge nicht beweisen. Also das ist, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung ist unfassbar schwer beweisbar. Heißt, du weißt, du hast Probleme danach. Aber dennoch ist der Drang in den Leuten so stark, ich will das der Öffentlichkeit sagen, was mir da widerfahren ist. Ja, kann sie ja, aber ob das stimmt, ist eine andere Frage. Aber es gibt in meinen Augen gerade noch keinen Grund, warum die das sagen sollten, ohne dass es stimmt. Weil sie einen an der Klatsche haben, vielleicht. Ah. Ja, das ist voll die gute Begründung. Mehrere Frauen werfen mir Missbrauch öffentlich vor. Warum ist das so? Wie kann das sein? Ah, weil die einen an der Klatsche haben. Ach so. Ja, dann ist doch alles erklärt. Klang diese Aussage? Ja, aber das ist ja weird zu sagen, dass mehrere Frauen... Es ist genauso weird so zu sagen, ich habe das getan als... Genau, es ist total weird, das zu sagen, dass er es getan hat. Das ist ja völlig unplausibel, ne? Fohlener Sexdiener. Okay, erste Ausrede, warum so viele Frauen gleiche Dinge kritisieren, ist einfach, weil sie einen an der Klatsche halten.
coole Begründung. Aber Steffen wird gleich seine Begründung, warum die Frauen das machen, noch ein paar Mal öfters ändern, weil er halt checkt, dass ich das nicht so geschluckt habe, wie er es gesagt hat. Seine Begründung danach war übrigens, dass diese Frauen einfach nur mehr Geld verdienen wollen. Warum sollten diese Frauen lügen? Warum sollten mehrere Frauen, warum soll es eine Opferhilfgruppe geben von Frauen, die sich alle connecten, weil ihnen Schlechtes widerfahren ist? Du kannst ja nicht einfach sagen, die haben eine Klatsche alle. Das ist ja das Einfachste. Da kommt wieder der Markt. Die neue Information, die da kommt, durch Thea, ne? Ich bin da nur der Diener, hebelt die komplette Tantra-Szene und Guru-Szene aus. Die Informationen, die ich rausgebe, empathische Erektion, die Frau ist für die Potenz zuständig, es gibt kein Opfer in unserer Gesellschaft. Ohne Scheiß. Die hat so wenig gesagt. Die hat so wenig gesagt in diesem Video. Aber alles war so drastisch, nicht nur dumm, sondern auch massiv problematisch. Die Informationen, die ich rausgebe, empathische Erektion, die Frau ist für die Potenz zuständig. Die Frau ist für die Potenz zuständig. Lass das mal sagen. Es gibt kein Opfer in unserer Gesellschaft. Es gibt kein Opfer in unserer Gesellschaft. Allgemein? Das spielen die alles nur. Okay, es gibt keine Opfer in unserer Gesellschaft, die spielen das einfach nur. Mutige Aussage, aber gucken wir mal weiter. Diese Informationen machen den Wannabe-Opfern, wie einer Svenja oder einer Anja, stehen sie die Show. Genau. Weil also du meinst damit, damit eine Anja oder eine Svenja mehr Einnahmen für sich selbst generieren? Ja, genau. Ich vermies deren Geschäft. Und die wollen einfach nur mehr Geld verdienen. Ja! Ach so. Also erstmal hieß es, die sind ungefickt. Dann hieß es, sie haben einfach einen an der Klatsche. Dann heißt es jetzt aber, nein, nein, die haben nicht einen an der Klatsche und sind ungefickt, sondern es ist viel eher ein völlig profitorientierte Verschwörung, dass alle Leute die Informationen klein halten wollen, die sie rausgeben oder so, um mehr Geld zu verdienen. Es geht um Macht und Geld. Okay, ich kenne sie alle Jobs der Frauen, klar. Aber bei einer Frau weiß ich auf jeden Fall, dass sie Musikerin ist und ich wüsste jetzt nicht, wie das förderlich für ihre Karriere wäre. Aber vielleicht bekommt sie ja mehr Money dadurch, dass sie halt jetzt mehr Aufmerksamkeit auf ihrem Profil durch ein solches Video hat. Wenn aber normal ihre Facebook-Videos nur 20 Aufrufe haben und auf einmal haut man so eine Platte rauf und man hat 1000, dann ist das schon cool. Und das ist, ich habe mir aber tatsächlich... Aber du wirfst niemandem wegen 1000 Aufrufen teils Vergewaltigung vor. Auf jeden Fall macht man so ein Video für fucking 1000 Aufrufe. Ich glaube auch. Aber okay, überprüfen wir das mal. Die Kritikvideos von Anja haben zwischen 1600 und 2300 Aufrufe. Und wie viele Aufrufe haben andere Videos von ihr? Oh, 1600? 2000? Sogar eins mit 6400 Aufrufen? Ja, okay, ich sehe selber, auch wenn niemand so ein Video für 1000 Aufrufe machen würde, ist auch dieser Punkt komplett an den Haaren herbeigezogen und das habe ich den beiden auch glaubhaft gemacht. Und was kommt immer, wenn man absolut keine Begründung für irgendwas hat? Richtig, die Person ist ja nur neidisch. Digga, wie uneinfallsreich. Es geht um Neid. Ah. Eifersucht, Dinge, die diese Frau nicht gemacht haben, ich aber mache. So, und dann kommt da Neid auf. Das ist... Dieses jemand kritisiert wen anders oder wirft wem anders was vor, weil er nur neidisch ist. Ich habe noch nie in meinem Leben mitbekommen, dass das gestimmt hat. Ich habe in 100% der Fällen, wo ich diese Aussage, ja, der ist ja nur neidisch, ne? Person A wirft Person B was vor, aber Person A ist ja nur neidisch. In 100% der Fällen, wo ich diesen Satz mitbekommen habe, stimmt er nicht in meinem Leben. Also ich hab noch nie eine Situation erlebt, wo das gestimmt hat. Noch nie. Das ist also dieses, ja, der ist ja nur neidisch. Ganz große Red Flag generell auch. Du machst das, die Scheißschlampe. Und ich hab's mir nicht erlaubt, als ich die Chance hatte. Und dann kommen die auf irgendwelche Ideen. Wegen Rache, wegen, keine Ahnung, Ego. Und am Ende einfach Ego sagen. Einfach irgendwas labern und ja, Ego halt. Coole Begründung. Also, es gibt keine Begründung, warum diese Frauen das tun sollen. Beziehungsweise doch, es gibt 4 Begründungen. Aber wie ihr gesehen habt, finde ich diese Begründungen kompletten Bullshit. Und es war mir auch eben sehr wichtig, dies so ausführlich zu zeigen, weil niemand kann einen 100%igen Beweis geben, ob etwas passiert ist
oder ob etwas eben nicht passiert ist. Man kann halt eben diese Dinge... Jemand in den Chat hat gerade geschrieben, ich bin gerade erst dazu gestoßen, spinne ich oder ist das Sophie Scholl? Dinge, die ich euch gezeigt habe, zusammenzählen und daraufhin selber für sich ein Urteil fällen. Jetzt wird es aber kurz nochmal richtig abgefuckt. Danke an Firebird für die 5 Gifte-Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und wow. An Neron auch. Danke. Ja, das kann ich verstehen, dass du dich dafür schämst. Wow. Und ja, ich kann verstehen, also ich hätte direkt gecallt, dass das eine Enttäuschung wird. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast, dann ist niemand so dumm und gibt dafür Geld aus, weil es eine Enttäuschung ist, ja. ...wurde und er hat versucht, mich zu bekehren. Er hat dann live vor Ort versucht, diese Frauen wieder runterzumachen, nach dem Motto, die kann man doch nicht ernst nehmen. Er hat sie wieder beleidigt und noch bedroht. So, habt ihr es nochmal gehört, ihr Fotzen? Ungestopftes Loch. Ein ungeficktes Loch ist ein ungeficktes Loch. Ey, das ist so ekelhaft. Punkt. Ich sage dir, diese zwei Mädels hätte man früher bei uns auf dem Dorf geklatscht. Okay? Da wären unsere großen Brüder gekommen, hätten die geklatscht. Wow. Warum die großen Brüder? Punkt. Aber es ist ja der absolut falsche Umgang damit. Also wie? Wie? Wie, das wäre der falsche Umgang damit? Gewalt ist doch kein falscher Umgang. Hä, wie? Das reilt er nicht mal. Also er reilt nicht mal diesen Punkt, dass Gewalt kein richtiger Umgang wäre. Also unfassbar, ne? Liebe Grüße. Ich habe dein Pussbild noch. Und? Nee, ist nur ekelhaft. Nee, ist einfach, also ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das Video ist immer und immer ekelhafter geworden. Pussbild noch. Und vielleicht hat er das gemacht, boah, um quasi mich vorzuwarnen, was mit mir passieren könnte. Es ist nur noch, also das braucht man auch gar nicht kommentieren. Es ist einfach nur ekelhaft. Nur ekelhaft. Sollte ich nicht auf seine Seite kommen. Weil dann änderte sich die Richtung seiner Aussagen und es ging plötzlich alles in meine Richtung. Fick dich doch. Schieb dir doch deine Show in den Arsch. Jetzt war es übrigens sehr wichtig, dass ich mich von seinen Aussagen nicht schwingen lasse. Weil so hätte er dem Gespräch die Überhand nehmen können. Deswegen seid... Nee, selbst dann hätte er es nicht geschafft, die Überhand zu nehmen. Also der ist gar nicht in der Lage dazu, irgendwie was zu reißen. Ich verwundert, warum ich bei jeglicher Aussage einfach so ruhig da sitze. Aber als er dann gecheckt... Als ob der jemals in einem Gespräch einen TJ dribbeln könnte. Also dafür, also das ist ja das Ding. Das ist jemand, der im Leben eigentlich so wenig kann, dass der natürlich nur... an ganz, ganz verletzliche Menschen dann rangeht, weil er eigentlich nicht so viel kann im Leben so. Checkt hat, dass er mir... So, das hat man jetzt schon tausendmal gemerkt, ne? Dass er einfach super schnell ausgedribbelt wird und dann bla bla bla, dann weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Ich nicht so manipulieren oder triggern kann, hat er was Neues probiert. Er hat mich immer wieder bedroht, ist dann aber auch immer wieder zurückgerudert und hat einen auf nett gemacht, so nach dem Motto, ey Bruder, wir sind ja im selben Team und so. Halt wie guter Cop, böser Cop, nur in einer Person mit seinem Drill Sergeant. Alter, auf... Jemand schreibt, TJ ist einfach eine ganz andere Liga. Nee, das Ding ist, also die meisten Menschen sind einfach eine ganz andere Liga als er. Also er ist ja weit unterdurchschnittlich in der Lage, eine Unterhaltung zu folgen. Also er ist ja überhaupt nicht in der Lage, ein reflektiertes Gespräch über irgendwas zu führen. Überhaupt nicht. So, deswegen kann er in keiner Diskussion mit einem durchschnittlich smarten und in sich geerdeten Menschen überhaupt eine Diskussion führen. Auf der Straße für die Dinger würdest du voll klatschen kriegen. Auf der Straße für die Nummer... Hätt's geklatscht. Ich meine, was ist das? Was ist das? Unterkomplex, Chat. Ja, unterkomplex. Also, was ist denn so ein Spruch alleine? Okay, Kreuz. Ich rall's gar nicht. Kreuzberg, hast du Problem? Sofort eine Interesse für die Aktion. Daraufhin kam halt eben der Annäherung. Was hat Kreuzberg jetzt damit zu tun? Versuch. Also, es ist so... Es ist einfach nur völlig sinnlos, ne? Ja, und gerade offeriere ich schon wieder. Wollen wir das Ruder noch rumreißen? Hat nicht geklappt, deswegen wieder die Bedrohung. Jetzt würde ich dir eine klatschen. Jetzt würde ich dir eine... Was? Kreuzberg, also hätte mir die auf die Fresse hauen für die Nummer. Punkt. Das ist ja okay. Es sind nur Gesetze, die uns hier bla machen. Hat wieder nicht geklappt.
Es sind Gesetze, die ihr bla machen. Was hat er gesagt? Es ist so viel. Keine Ahnung. Deswegen wieder die Annäherung. Also, jetzt können wir es immer noch rumreißen. Wollen wir es da stehen lassen oder geht's weiter? Und ihr merkt gerade, es ist schon Aufbruchstimmung bei den beiden. Aber eine Sache will ich noch klären. Steffen hat das Scheinargument gebracht, dass er, während es diese Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gab, er weiterhin mit Frauen gechillt hat und alle Leute, die diese Vorwürfe halt ihm gedroppt haben, wegen Verleumdung angezeigt hat. Geh doch mal in meine Facebook-Chronik und check mal, was muss das für ein Typ sein? Ein Vergewaltiger stellt 6 Strafanzeigen. Ist ja schon komisch. Dann nee, ist nicht komisch an der Stelle. Ist nicht komisch. Haut er ein Facebook-Post nach dem anderen, hat noch 2 super sexy Schnecken an seiner Seite, die ihm Sexempfehlungen aussprechen. Aber was hängt er sich auf diesen Sexempfehlungen so aus? Ist ganz, ganz weird auch. Ich rede halt weiter meinen Schwachsinn und decke die scheinbaren Opfer. Was soll das? Und okay, Bro. Wer macht denn sowas? Kennst du zufällig Jo Olli? Der wurde wegen sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen verurteilt. Und was hat er vor und nach seiner gerichtlichen Verurteilung gemacht? Richtig, mit Girls gechillt. Genauso. Ja, als wäre das ein Widerspruch. Als wäre das ein Widerspruch. Wie du. Oder kennst du diesen österreichischen Bürgermeister? Er wurde zu 7,5 Jahren Knast wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung verurteilt. Und weißt du, was ihr beide gemeinsam habt? Richtig, ihr habt beide das potenzielle Opfer wegen Verleumdung angezeigt. Das wollte ich nur noch kurz einmal loswerden, bevor wir jetzt zum Fazit kommen. Das Ganze hier ist ein Meinungsvideo. Es ist aktuell nicht beweisbar, was viele, viele Frauen Steffen vorwerfen. Aber allein der Fakt, dass das scheinbar seit Jahren bei denen ein Ding ist und wirklich viele, viele Frauen ihnen dasselbe vorwerfen, sagt mir persönlich auf jeden Fall einiges. Aber auch ohne hundertprozentigen Beweis. Kleine Frage, wo kann ich Chunky Flavor kaufen, damit ich einen ekelhaften Geschmack aus meinem Mund bekomme? Ey, da brauchst du eine Menge. Da brauchst du ein ganzes Kilo, glaube ich, an der Stelle jetzt gerade. Also das ist nicht mal easy so zu fixen. Das wollte ich dieses Video hier machen, weil ich konnte nach all dem, was ich gesehen habe, Steffen und Thea, die Reichweite, die ich den beiden geschenkt habe, nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Aber wie geht's jetzt weiter mit dem Thema? Steffen wird wahrscheinlich jetzt in Zukunft einiges tun, um mich richtig mies dastehen zu lassen. Es kam auch schon bei Instagram Nachricht von ihm bei mir an, die man durchaus nach all dem, was passiert ist, als Drohung sehen könnte. Von daher, es bleibt spannend. Ihr könnt auch gerne rein abonnieren, wenn ihr das ganze Thema weiter verfolgen wollt, beziehungsweise nichts verpassen wollt. Ja, aber ich meine, es ist ja auch, also, was, also, will er TJ klatschen? Also so jemand, er kann doch nicht TJ schreiben, dass er ihn klatscht. Aber egal was kommt, wenn mir ein Thema wichtig ist, werde ich weiterhin dafür einstehen. Egal was für Drohungen da kommen werden. Aber jetzt mal an alle Mädels und auch Jungs da draußen. Also glaubt er, dass der TJ einschüchtern kann mit körperlicher Gewalt? Passt auf, zu wem ihr mit nach Hause geht. Und lasst euch vor allem nicht zu Dingen drängen, die ihr selber nicht wollt. Wenn du gerade in einer schwierigen Phase deines Lebens bist und dir eine scheinbar charmante Person sagt, ey, es gibt sehr einfache Lösungen für deine komplexen Probleme, dann hinterfragt das. Einfache Lösungen sind oft auch der Weg in die Radikalität. Und manchmal gibt es diese einfache Lösung auch einfach nicht. Ich weiß dazu, dass ich auch eine mies, nice Community habe. Und solltest du vielleicht gerade in einer schwierigen Situation das Leben stecken, dann schreib dein Problem auch super gerne komplett anonym einfach in die Kommentare. Ich denke, es wird bestimmt die eine oder andere Person geben, die bestimmt einen Tipp oder sogar auch Ratschlag für dich hat. Ansonsten sind in der Videobeschreibung noch Links, bei denen ihr professionelle Hilfe beantragen könnt. Ich bin raus. Ciao. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Video von TJ. Auch krass, dass er sich da so viel Mühe gegeben hat. Ich meine, 47 Minuten, das ist lang. Das dauert richtig lange, so ein Video zu machen, zu skripten, den Aufwand, die Leute zu interviewen, super viel Footage zu sammeln. Also das ist echt nicht mal easy, mal eben gemacht.